Zu Themen früherer Hallerbach-Tage stehen auf dem Skulpturenpark mehrere Kunstwerke. So auch diese Wasseruhr aus dem Jahre 2005. Der Haller Kunstschmied Christoph Kasper hat sie zum Thema Zeit gestaltet. Sie erinnert an eine Eieruhr, die früher im Haushalt gebräuchlich war. Aus einem kleinen Behälter rann feiner Sand in den darunterliegenden Behälter. Ähnlich ist es mit dieser Wasseruhr. 54 Liter Flüssigkeit, die nicht gefrieren kann, fließen in einem dünnen Strahl von einem Glasballon in den anderen. Danach kann das Rad um 180 Grad gedreht werden und die Flüssigkeit rinnt dann erneut langsam und gleichmäßig von einem Behälter in den anderen. Die Zeit verrinnt. Von diesem Gedanken hat sich Christoph Kasper leiten lassen. Das Thema Zeit stand auch im Mittelpunkt mehrerer Konzerte und Gottesdienste der Hallerbachtage 2005. Pfarrer Völkner predigte damals über einen Abschnitt aus dem Alten Testament, den wir heute in Zeiten der Corona-Krise einmal neu hören. Ich lese aus dem Buch Prediger, Kapitel 3, die Verse 1 bis 8. Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit, Sterben hat seine Zeit, Pflanzen hat seine Zeit, Ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit, Heilen hat seine Zeit, Abbrechen hat seine Zeit, Bauen hat seine Zeit, Weinen hat seine Zeit, Lachen hat seine Zeit, Klagen hat seine Zeit, Tanzen hat seine Zeit, Steine wegwerfen hat seine Zeit, Steine sammeln hat seine Zeit, Herzen hat seine Zeit, Aufhören zu herzen hat seine Zeit, Suchen hat seine Zeit, Verlieren hat seine Zeit, Behalten hat seine Zeit, Wegwerfen hat seine Zeit, Zerreißen hat seine Zeit, Zunähen hat seine Zeit, Schweigen hat seine Zeit, Reden hat seine Zeit, Lieben hat seine Zeit, Hassen hat seine Zeit, Streit hat seine Zeit, Friede hat seine Zeit. Vom Lauf der Zeit, ja, vom Rhythmus der Zeit ist hier die Rede. Einfach gesagt, mal so, mal so. Das kommt uns bekannt vor. Nach einer Zeit der Vollbeschäftigung, jetzt Kurzarbeit und sogar Arbeitslosigkeit. Nach vollen Regalen jetzt Mangel an Mehl, Zucker, Hefe und sogar Toilettenpapier. Nach einer Zeit der Hektik jetzt Entschleunigung. Nach einer Zeit voller Konzertsäle jetzt Musik in leeren Räumen. Viele Menschen leiden unter diesen Veränderungen, leiden in und an der Corona-Krise. Wie können wir damit fertig werden? Ich denke an Pastor Peter Strauch. Vor ein paar Jahren war er in der Aula des Gymnasiums hier in Halle und erzählte von einer tiefen Lebenskrise, in der er einmal gesteckt hatte. Und dann sei er auf einen Psalm gestoßen, in dem er sich wiederfand. Da betet König David: Herr, sei mir gnädig, denn mir ist Angst. Mein Auge ist trübe geworden vor Gram, matt meine Seele und mein Leib.
denn mein Leben ist hingeschwunden in Kummer und meine Jahre in Seufzen. Ich bin geworden wie ein zerbrochenes Gefäß. Und dann kommt das große Aber des Glaubens. Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen. Der letzte Satz hat Peter Strauch ermutigt und zu einem Lied angeregt, das voller Gottvertrauen und Zuversicht ist. Meine Zeit steht in deinen Händen. Das Lied steht in dem neuen Liederbuch, aus dem wir gelegentlich im Gottesdienst singen. Der Kehrvers lautet: Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Vielleicht spricht sie in diesen ruhigen und zugleich unruhigen Tagen die erste Strophe dieses Liedes besonders an. Sorgen quälen und werden mir zu groß. Mutlos frag ich, was wird morgen sein? Doch du liebst mich, du lässt mich nicht los. Vater, du wirst bei mir sein. Die Zeit verrinnt. Aber sie steht, wir stehen in Gottes Hand.